Dringende Meldung. Hier, Stadtzirkus der DDR, Zirkus Berliner, Nacht der Prominenten. Wahrscheinlich drei Einbrecher. Kannst du kommen, Hilfe leisten? Drei Einbrecher? Dann weiß ich schon, um wen es sich handelt. Ich komme sofort. Gut. So, und jetzt will ich Ihnen etwas sagen. Wenn wir die fassen, wenn wir den Mut haben einzudringen, denen bereiten wir einen Empfang, wie sie noch nie erlebt haben. Ist mein größter Plan. Mensch, Egon, ist das wieder gewaltig. Aber Egon, es darf nicht zu lange dauern. Yvonne erwartet mich zu Hause und ich muss noch Kuchen kaufen. Meine Damen und Herren, zum ersten Mal stehen sich gegenüber die drei Männer der Olsen-Bande und ihre DDR-Double, die DDR-Synchronsprecher. Wir begrüßen aus Dänemark Egon, alias Ovis Brugge und den Doppelsprecher Karl-Heinz Oppel von der Distel Berlin. Benny und Morten Grünwald und den Synchronsprecher aus der DDR, der leider verletzt und erkrankt ist mit einem komplizierten Beinbruch, aber herzlich heute begrüßt bei uns am Manegenrand vom Deutschen Theater Peter Domisch. Und natürlich mit von der Olsen-Bandenpartie Kjeld, alias Paul Bunsgau und der Synchronsprecher vom Deutschen, Verzeihung, vom Berliner Ensemble, vom Brecht-Theater, Erhard Köster. Und was kann ich Ihnen noch Neues von der Olsen-Bande sagen? Kjeld, Paul Bunsgau, ist nicht nur ein Schauspieler. Er ist auch ein Sänger, Sänger und Schauspieler. Und es gibt, Egon, bitte, ja. Und es gibt in Dänemark 5 Langspielplatten von Paul Bundgaard, Kjeld der Olsenbande. Eine Kostprobe gefällig. Es singt Paul Bundgaard. Jag hoppas att du vill få
Jetzt ist der Hauptmann Fuchs zur Stelle, Peter Borgelt. Da sind Sie. Ah, das erste Mal habe ich euch wirklich erwischt. Der Polizeiruf grüßt ganz herzlich die Olsenbande. Schönen guten Abend.